So, Dala, dann schauen wir mal, ob das mit dem Key klappt. Inker ist drin. Aktiviert ist auch. Also wie gesagt, ich habe hier einen 14er gedouble-chested letzte Woche mit einer Gruppe. Das lief ganz gut. Hab mir da auch von so einem Heiler eine Route geben lassen, die ich auch nicht schlecht fand. So, wir machen es jetzt nicht so, dass wir den Dicken dazu pullen. Schlichtweg, weil... Okay, der DH hat ihn dazu gepullt. Ich dachte mir, komm, wir können nicht CC, ich ziehe keine. Ich ziehe ihn nicht dazu. Ich dachte mir, komm, wir spielen safe, bevor das hier hops geht. Aber okay, der DH springt rein, hat mir die Entscheidung abgenommen. Die zweite Inka benutze ich aber für den Boss. Jetzt ziehe ich mein Schild hier einmal. Der CC-Mob ist halt immer noch am Start. Ich will jetzt keine Wall oder irgendwas ziehen müssen. Ich muss mir eine zweite Heilung ziehen. Jetzt gehe ich halt blank in den Bosskampf rein, ne? Das mache ich mal ungern. Okay, aber Wall haben wir noch. Wir haben beide Heilungen raus. Ah, das geht. Ja, okay, war doch die richtige Entscheidung, ihn mitzunehmen. Ich raw allen mal. Auf da. Ich mache jetzt hier keinen Timer oder sowas, ne? Hier, den hatte ich ja letztens. Ich glaube, den 14er haben wir gespielt mit Necrotic. Und da habe ich mir schon gedacht, puh, der Boss mit Necrotic, drei Mobs, ne? Aber es sind tatsächlich relativ viele Caster. Und dann geht's, ne? Dann stackst du nicht so hoch, weil ich dachte, wie wirst du das machen, ne? Du stackst halt hier ins Unermessliche, du kannst halt nichts resetten bei so vielen Gegnern. Aber das ging tatsächlich. Also, ich dachte hier, die Inni mit Necrotic wird richtig ätzend. Aber das hat halt eigentlich funktioniert. Okay, das Hündchen kann ich die natürlich nicht. Das war jetzt so ein Versuch, ob wir da irgendwas machen können. Na gut, der DH. Haben wir hier lauter... Er hat halt den Ding durchgekriegt, den Cast, ne? Weil ich vorhin schon gekickt hatte und sonst keiner konnte. Jetzt hat er halt einen riesen Schild. Wir müssen den da ein bisschen rausziehen. Ich habe leider keinen Kick mehr. Er hat jetzt immer noch ein Schild. Kriegen wir jetzt halt nicht runter. So kann ich ihn halt auch nicht rausziehen, ne? Ist er kick-immun. Ist halt einfach nur dumm. So, jetzt haben wir ihn zum Glück gekickt gekriegt. Ich glaube, das ist das Schild gewesen, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz so sicher, tatsächlich. So, der DH hat hier... Komm, kick, 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 kick. Der DH hat hier ganz gut rausgerotzt. Irgendwie der Hunter... Und der Mage, dafür, dass wir HT hatten, ist halt schwach, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ist halt schwach. Für HT ist halt echt schwach. Ist auch vor allem auf drei Mobs, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass wir Single-Target. Der eine ist gut bei 5k, ist okay, aber 3-5 für einen Mage? Ich weiß ja nicht. Ja, hat er ja, glaube ich, Gear. Oder? Ja. 214... Ja, weil drei Mobs, ne? Ich habe ja auch schon 3-5. Also ja, naja, mal gucken. Wie viel schon auf 15? Ich habe vorhin einen 15er geintimed. Und warte mal, wo muss ich jetzt hin? Ne, da müssen wir nicht hin. Fuck it, hier müssen wir lang. Vorher habe ich einen 15er intimed, meinen eigenen Key. Jetzt habe ich da einen 16er. Jetzt war ich im Überlegen, ob ich den spiele. Oder ob ich halt meinen... Also ich habe einen 16er Dingsterbumster gekriegt, ne? Einen 16er, diesen Tyran irgendwas schreien da. Und den habe ich halt schon 15 in Time, deswegen, weiß ich nicht. Jetzt dachte ich mir, suche ich mir random halt noch einen 15er, aber ich habe noch nicht so viel Score. Ich habe jetzt zwei 15er in Time und einiges auf 14 und 13. Ich habe jetzt halt ein paar depletete 14er auch und da fehlt mir ein bisschen Score tatsächlich, ne? Warte mal. Ach ne, der Pride spawnt nach dem nächsten, ja genau. Ah, der eine, macht er das, dass er hier schon mal triggert? Der haut aber ganz schön raus. Tatsächlich. Jetzt bin ich ja mit... Ne, komm, ich ziehe jetzt hier Inka bei dem. Was uns, schauen wir mal, ob das jetzt eine schlechte Idee war. Alter, das haut ja richtig. Ah, merkst du, Trash-Buff, ne? Merkst du tatsächlich.
Ziehen wir die Heilung dagegen mal. Fünfmal Dings hier hochgesteckt, ne? Active Mitigation. Ich schätze mal, das ist ein Melee-Angriff, so wie es aussieht. Schauen wir mal, ob das mit der Inka eine Fehlentscheidung war. Ich kann das Banner ziehen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Buff ist. Warte mal, jetzt ziehen wir hier mal mein Schild drauf. Öffnen. Müssen da die Leute daneben stehen, oder? Ich weiß gar nicht, wie es genau ist. Habe ich 5 Minuten Buff drauf? Ob das nur ich krieg, oder... Was macht denn der Buff eigentlich? Krieg ich denn da... Achso, da sollte ich vielleicht rausgehen. Verbündeten... Achso, das krieg ich und die Verbündeten. Fiese, okay, Fiese, 10% Vielseitigkeit ist halt viel, ne? Okay, da hätte ich mir vielleicht mal nicht treffen lassen sollen. Der haut halt auch ganz schön raus. Und hier nachspawnt der Pride. Aber dann habe ich immer noch... eine Minute Inka. Eins irgendwas. Weil die nächste Gruppe ist absolut abfuck. Da brauche ich auf jeden Fall... Brauche ich auf jeden Fall Inka für. Ah, fuck. Da werde ich noch nicht keinen Inka haben. Scheiße, ich hätte es nicht ziehen sollen. Ich hätte es nicht ziehen sollen. Das ärgert mich jetzt richtig. Was ihr auch tut, ihr zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Na komm raus da. Ach dammit, das ärgert mich jetzt. Kann ich zu dir wechseln? Was meinst du, zu mir wechseln? Warte mal, der Heiler hat gar keinen Mana mehr. Oh boy. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber der Pride spawnt halt, ne? Wenn er spawnt. Weil der kriegt ja jetzt wieder Mana. Ja, super, 16 Sekunden sind es noch. Jetzt muss ich halt irgendwie so gucken. Auch wegen der Aggro. Habe ich halt bei dem einzelnen Mob dann wieder Inka. Jetzt kann ich hier noch die Resten. Ja, gut. Das ärgert mich. Ja, gut, da wäre jetzt halt Inka richtig stark gewesen, aber es ging jetzt halt auch tatsächlich so. Weiß ich nicht, das war jetzt irgendwie. Gut. War jetzt irgendwie ziemlich wasted, tatsächlich. Ziemlich wasted. Die Single-Target meine Inka hier draufhauen. Huhu. Hier ist es so ganz weird, weil du haust einen Pride um, machst zwei Gruppen und kannst halt den nächsten Pride dann direkt machen. Ich muss näher ran. Ich weiß gar nicht, ob die cleaved tatsächlich. Bin mir gar nicht so sicher. Wegen den Stürmen muss ich halt immer ein bisschen wegziehen. Eigentlich müsste ich den jetzt Richtung Mage ziehen. Ziehen wir nochmal hier eine Dingsterbumster, eine Barkskin. Komm, die killen wir, oder? Vorher. Huhuhuh, knapp. Also ich habe eine Route, wo der Pride recht gut spawnt. Wir müssen jetzt quasi hier die killen, ne? Dann haben wir direkt den Pride beim Boss. Eigentlich müssen wir den jetzt ein bisschen hochziehen. Ich hau jetzt mal den Schuss nur raus und dann ziehe ich ihn ein bisschen. Dicken hoch. Achso, da hat der nächste wieder ein Ding. Raw ist drauf. Noch ein paar Sekunden haben wir den Buff. Ist der DH drin? Ja. Der dürfte gut reinhauen, ne? Okay, da hau ich mal mein Schild drauf. Okay, der natzt ganz schön rein. Da muss ich meine Wut poolen. Hier kriege ich auf 15 schon ordentlich auf den Sack tatsächlich.
bin außer Reichweite. Kämpf für den Ruhm! Hütet euch vor dem Sturm! Okay, so ging es jetzt. Jetzt haben wir ein bisschen Active Mitigation gepoolt. Ich muss näher ran. Hütet euch vor dem Sturm! Da kann es halt mit dem Wirbel echt ätzend sein, wenn der blöd kommt, der Wirbel, und dich halt in den Scheiß reinkickt. Also da kannst du halt richtig unlucky in so einen Effekt reingekickt werden, das meine ich, wenn es ganz blöd läuft. So, hau ich meine Inka jetzt hier noch raus. Lohnt sich eigentlich... Komm, ich wall jetzt hier einmal, weil ich habe jetzt gerade keine Active Mitigation ready. Sie haben das Banner nicht gemacht. Er bubbelt. Komm, ich roar euch nochmal, Kollegen. Dass jetzt nichts schief geht. Okay, Boys. Zeigt mir, was ihr könnt. Haben wir nochmal das Banner. Ich hätte doch nochmal inkern sollen. Haben wir jetzt keinen Raw, ne? Okay. Hat jetzt aber... der Pala, ne? Hier. Hat er aber schon ein bisschen was mitgenommen, der Kollege. Ich hab das mal mit dem Portal hier nicht gecheckt. Hab das dann mit runtergesprungen, hab das Portal gedrückt und bin wieder oben gelandet. War nicht so clever. Also, ich hab gelernt, wie man es am besten laufen soll. Und zwar, für gute Prides nimmst du jetzt quasi den hier einmal. Also, warte mal, ich habe Inka ready, ne? Eigentlich kann ich die alle pullen, scheiß drauf. Ich hab mir Inka aufgespart. Ach, die sind jetzt immun, du kannst den Shit nicht interrupten. Ja gut. Da hat's den Hunter zerfetzt. Viele Wirbel. Hier, diese Debuffs, das ist halt echt nervig, ne? Ich weiß jetzt halt immer nicht genau, welche Mobs das machen. Der kann das runternehmen, der ist natürlich, dann ist easy. Ja, ein Parler, okay. Also wir machen jetzt den Mob und die Mobs, dann mache ich die Flagge und dann laufen wir quasi zurück zum anderen Boss. So ist es halt wesentlich besser von den Prozenten her. So, also das hat mir der, also ich war letztes Mal, ne, wo ich den 14er gemacht habe, war ich hier mit so einem Priest drin und der hat mir halt so ein bisschen, ach, hier wäre auch noch eine Flagge gewesen. Okay, dann war das vielleicht ein bisschen dumm, dann hätte ich vielleicht die Flagge doch nicht mitnehmen sollen. Ich muss näher rein. Oh fuck, ich bin übelst weggeslowt, ich will eigentlich hier raus. Nein, nicht reinlaufen, warum läuft er rein? Ich pull die doch raus. Ich wurde gerade nur übelst festgekettet. Und bin nicht mehr rausgekommen. Ja, das war jetzt blöd, dass der Parler damit reingelaufen ist. Gut, das war... Ich habe kein Ziel. Haben wir hier halt noch ein Banner. Eigentlich ein bisschen dumm. Ich hätte das Banner nicht mitnehmen sollen. Fuck it.
Ich glaube, die brauchen wir nämlich nicht alle. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Jetzt fehlen halt zwei, ne? I don't know. Ich brauche ein Ziel. 2%. Ja, ne, passt. Passt. Wir machen den jetzt. Dann kommt der Pride. Keine Ahnung, ich hoffe, dass das jetzt ausgeht, ne? Das sind jetzt 1, irgendwas Prozent, die uns dann fehlen. Ah, fuck it. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ob das nicht dann ein Problem gibt am Ende, wenn wir die nicht mitmachen. Aber ich habe die jetzt halt mal stehen lassen, weil sonst hätten wir die Mobs nicht interrupten können. Bin mir nicht sicher. Also da, hier spawnt der Pride schon mal richtig, aber ich will den Pride dann halt auch... Es müsste eigentlich ausgehen. Ich hoffe es einfach mal. Wir lassen sie jetzt mal stehen und ich teste das. Wenn es nicht ausgeht, dann weiß ich es fürs nächste Mal. Okay, da müssen wir noch ein bisschen weg. Das ist die eine Flagge, die hätte ich nicht nehmen sollen, weil da unten ja auch noch mal eine Flagge steht. Also da haben wir, das war jetzt ziemlich wasted tatsächlich. Das war eigentlich ziemlich dumm. Ich dachte, die Flagge brauche ich auch noch, ne? Aber die brauchen wir nicht. Was macht er denn? Junge, du hast mich jetzt voll und den Pala auch, ne? Warum move der im letzten Moment nochmal? Macht es doch nicht. Joop. Ich kann das irgendwie als Bär, backt das immer übelst rum. Dann funktioniert das irgendwie immer nicht. Das mit der Orb. Keine Ahnung warum. Das hier sind halt ziemlich ätzende Trash-Mob-Packs. Oh boy, da ist so ein großer drin. Zum Glück habe ich Inka ready. Dass du hier so lange rumfliegst, ne? Das haut mir immer meinen Buff zusammen. Ach, der hat ihn geeisfalt. Naja, super. Er hat halt Totenkopf drauf gemacht. Das war ein bisschen spät dann. Also, naja. Prinzipiell ja gut, wenn man einen Mob CC't, bloß wenn der dann halt in der Melee-Dings drinsteht, dann muss man am besten halt sagen, hey du, ich hab vor, einen zu CC'en. Er muss die Orb nehmen, sonst geht's glaube ich nicht. Schauen wir mal. Ja, ohne Bärengestalt geht's. What the fuck? Kann's nicht benutzen. Geht halt nicht. Hä? Und ich bin einfach zu blöd für dieses Portal. Vielleicht drücke ich zu oft. Der eine meint, ich soll nur einmal klicken. Ich habe jetzt da ein, zwei Mal drauf geklickt. Und hat irgendwie nicht funktioniert. Warum auch immer. Na super, jetzt habe ich nicht... wollten gerade kicken, dass ich ein bisschen rauskriege. Ich glaube, ich bin zu blöd für diesen... für diesen Fahrstuhl, ne? Tatsächlich. Ah, jetzt hat er den nochmal CC't. Wollte den eigentlich hier rausziehen. Ich hab da jetzt zwei, dreimal auf jeder Seite versucht zu klicken. Es hat beides nicht funktioniert. Vielleicht darf ich nicht so schnell. Ich mag das Dungeon eigentlich auch. Bloß das nächste Pack, das mag ich nicht. Das wird jetzt richtig ätzend. Ich hab leider auch noch kein Inka ready. Was bringt denn deren Prozenten? 2,9. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die zwei Geister hätten gebraucht, ne? Bin mir da jetzt gerade sehr, sehr unsicher. Wenn's halt, sonst haben wir jetzt dann beim Boss gleich keinen Pride, ne? Ne, den Deathwind King kannst du nicht. Ja, die... Also ich bin da bis jetzt noch nie runtergefallen, ne, bei den Lichs, aber ich hab's schon mit sehr vielen Gruppen schon oft erlebt,
Und das ist eigentlich immer die ätzendste Gruppe. 4%, I don't know, ob das reicht, aber es müsste eigentlich, ne? Ich habe jetzt noch keinen Inker ready. Hütet euch. Hütet euch. Okay, komm, lauf weg da, Hunter. Eigentlich, also, eigentlich ist es relativ easy, ne, da auszuweichen. Aber mit den Wirbelstürmen und mit dem ganzen Scheiß kann ich mir schon vorstellen, dass es, ne, dass dich ein Wirbel in das Ding reinkickt und dann hast du halt gelitten. Okay, ich glaube, die zwei Mobs auszulassen war eine gute Idee, weil jetzt eigentlich der Pride ganz gut spawnt. Also ich glaube, das passt schon vom Pride. Ja, jetzt haben wir hier den Pride. Wenn du halt rechtzeitig das Portal drückst, ich weiß nicht, ob du den Pride auch drüben spawnen kannst, ne? Der Hunter? Ja, müsste passen. Ja, so viel kommt er jetzt hier nicht mehr, ne? Du hast jetzt den Boss und dann müssen wir halt drüben den Boss noch machen. Ich hab nicht genug Wut, um eine Heilung zu drücken. Okay, jetzt. Bei dem nächsten Boss hatte ich schon mal einen Bug. Da habe ich dieses Ding ab... Okay, bubbled. Na gut, kann man machen. Habe ich dieses Ding abgekickt, was du, glaube ich, ablegen musst. Obwohl ich eigentlich das Tank gar nicht abkriegen. Also jetzt, ich wär fast runtergefallen, ne? Es war arschknapp. Autowalk und rein in die Masse hier. Ein bisschen was trinken. Komm, ich inke jetzt einfach hier, scheiß drauf. Komm, ich an das Trinket, kann ich auch noch reinhauen. Ich bin jetzt absichtlich im Wirbel stehen geblieben, weil ich so viele Schilde drauf war. Ich habe das Trinket jetzt offensiv reingehauen, ne? Da hat die willkommen. Jetzt kann ich alles fressen. Ich glaube, ich hatte jetzt gerade ein Schild von 100.000 drauf, ne? Mit Trinket plus Inka. Oder der DH hat es, glaube ich, verkackt mit der Seele. Hier ist ein bisschen ätzend, weil der Boss da... Den Boss kannst du halt nicht bewegen und dann ist, wenn er die ganze Zeit stationär ist, ein bisschen schwierig, da noch gescheit drauf... Ne. Ätzend. Gut, jetzt kommt der Hackelboss noch. Der Hackelboss, jetzt kann ich hier das Banner noch mitnehmen. Wo war es? Hier müssen wir rein. Okay, die Gruppe wird jetzt nur ätzend. Die können wir aber rauspullen. Ich habe jetzt leider kein Inker oder irgendwas. Ach du, kann man ja nichts. Naja, wir haben ja wieder den Non-CC-Mob. Also da sind die Gruppen echt ein bisschen ätzend, weil die hauen ziemlich viel AE-Schaden raus. Und du kannst halt nicht stunnen oder irgendwas. Dann wird es schon nervig. Wie lange haben wir denn noch? 12? Das wird voll knapp, ne? Also wir haben nichts groß verkackt und haben nur noch 12 Minuten? Na gut, es kommt noch einiges an Trash und noch zwei Bosse. Puh. Das ist, denke ich mal, schon noch drin, aber es wird eine enge Runde. Hier kannst du theoretisch einen skippen, wenn du richtig läufst. Okay, der steht da. Ah, okay, wir haben ihn geedit. Der eine ist rein. Ich wollte ihn eigentlich skippen, weil den müssen wir nicht spielen. Hätte ich vielleicht schreiben sollen, dass wir ihn skippen können. Hier an der Seite. Wäre vielleicht besser gewesen. Naja, scheiß drauf. Weil den brauchen wir nicht, den Mob.
Der braucht ewig Zeit, bringt auch nur 3%. Und wir haben dann zu viel Prozent tatsächlich. Wie ist ein Shadowlands Tank am liebsten? Ja, ich habe auch schon in den anderen Add-ons immer Druid Tank gespielt. Gespielt, wie man hier in Bayern sagt. Und ich bleibe halt einfach meine Linie treu, ne, und spiele weiter Druid Tank. Also für mich jetzt auch gar nicht zur Debatte gestanden, was anderes zu spielen tatsächlich. Bin ich ganz ehrlich. Da habe ich hier für die Gruppe Inka, das ist gar nicht schlecht. Muss der Heiler sich um mich schon mal keine Sorgen machen. Der Hunter kann auf jeden Fall ganz ordentlich Damage ziehen, ne? Da kannst du nichts sagen. Wir haben jetzt halt zu viel Trash, weil eigentlich hätten wir den einen auslassen können, ne? Aber gut. Egal. Warte mal, bis der... Naja, ich hätte ihn gleich dazu pullen sollen. Jetzt bin ich da voll in den Ding rein. Ich wollte einfach nur hinterlaufen, dass wir jetzt da die Kleinen nicht nur... Ich weiß nicht, ob du die Kleinen mit dem dazu... Ah, fuck, jetzt bin ich da natürlich voll... Scheiß Wirbel. Voll rein in die Masse. Ich darf nicht zu weit da reinlaufen. Sonst adden wir die, aber ich denke mal, die könnten wir auch da dazu nehmen. Ist natürlich jetzt blöd für den DH. Kommt er noch ran? Wenn ich jetzt noch weiter laufe, dann... Ach. Wenn ich jetzt noch weiter laufe, dann adden wir halt... Ich weiß nicht, wo der Hunter da in Melee-Range... Ja, komm, jetzt adden wir halt... Passt, der stirbt eh. Okay, der Hunter muss da halt turteln. Die dürften jetzt einen Pride spawnen. Oder den... Ja, weil wir den einen großen gemacht haben, kriegen wir halt jetzt hier den Pride. Soll ich ihn retzen? Er hat released. Ist jetzt halt schlecht. Spielen wir halt den Pride mit einem weniger. Ach, laufen die mit zwei weniger. Wait. Ihr haltet euch für besonders talentiert. Werde ich noch Demut beibringen. Hätte ich doch warten müssen, ne? Bis wir die einen geaddet haben. Aber jetzt sind die beiden wieder da. Hätten wir den Großen halt nicht gemacht, wäre es halt genau ausgegangen, ne? Wir hätten den Großen halt skippen sollen. Dann hätten wir auch den Pride für den Boss gehabt. Ne. Moloch, du, ich grüße dich. Weiß nicht, ob das nur In-Time wird. Also wir haben jetzt noch zwei Trash-Mobs, die jetzt halt unnötig sind tatsächlich. Aber es hilft halt nichts, die müssen wir jetzt halt machen. Und, holy. Jetzt haben wir ganz schön reingenatzelt. Soll ich jetzt hier Inka ziehen für die? Nee. Ja, wenn wir den Boss sauber runterspielen. Wir haben jetzt halt noch 7 Minuten, ne? Ein bisschen über 7 Minuten. Endboss haben wir dann HT halt raus. Mage hat da schon mal seinen Block raushauen müssen. Achso, ich wollte die Ads ja immer draußen töten, ne? Dann hast du ne... Ja, super, jetzt springt er natürlich da in die Mitte. Jetzt habe ich ihn extra bisschen rausgezogen. Extra ein bisschen rausgezogen, für nix und wieder nix. So, für die nächsten Ads habe ich jetzt dann noch mein Trinket ready. Lauf,
Oh fuck, der Heiler. Fuck! Ich hab mich verdrückt. Oh boy, ich hab mich richtig verdrückt. Ich bin gerade in Reisegestalt gegangen. Uff, uff, ich wollte mein Trinket drücken, ne? Hab nicht Mausrad nach oben, sondern nach unten gedrückt. Uff, 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 uff. Scheiße. Jetzt. Super, sind XCDs abgeraucht. Ich kann halt nicht retzen, weil ich brauch so viel Wut fürs Retzen. Ich kann die Wut nicht auf. Scheiße, ich verreck jetzt halt, weil ich nicht genug Wut mehr hab, weil ich das halt. Das ist zu kacke. Ich muss mich halt entscheiden. Und die nächsten Edge schon wieder. Uff. So viel zu sauber runterspielen, ne? Ich habe halt Reisegestalt auf dem Mausrad fürs Questen und so, dass ich halt schnell in die Reisegestalt komme. Ist mir das erste Mal passiert, dass ich. Aber dadurch sind die DDs nicht verreckt, ne? Die sind durch Movement Phase verreckt. Jetzt haben wir noch 5 Minuten für den Endboss. 7 Tode haben wir jetzt halt schon. Ich bin noch nicht gestorben. Können wir nämlich noch Hero raushauen bei dem? Endlich ein würdiger Wettkämpfer. Seht mein okay, Drufte. Habe ich mein Schild mal angecastet. Das hat sich jetzt nicht wirklich rentiert. So, hier hatte ich es jetzt schon ein paar Mal, dass ich halt einen Heiler hatte. Der, okay, der Schwung haut richtig raus. Okay. Hatte ich da nicht das letzte Mal nachgeguckt? Oh fuck, da müssen wir davor weg. Oh, der Wirbel, lauf, 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 Heiler. Also ich hatte ja hier mal schon einen schönen Key. Hatte hier mal so einen schönen Key, wo der Heiler sich richtig weggerippt hat. Das war jetzt wahrscheinlich hier Inka zu ziehen, war jetzt ein bisschen. Ja, das war jetzt, glaube ich, nix. Ich hätte Inka sparen sollen. Später wird's richtig hart. Ich muss den anderen Shit sparen. Mann, diese Wirbel. Das ist bei dem Boss schon nervig, ne? Ich sag's euch. Ah, schau mal, das ging jetzt aber in mein Inka-Schild rein. Dann haben wir die ganzen Kollegen. Gehen wir jetzt mal einen Ticken raus. Okay, jetzt müssen wir schauen, wo die Charges sind. So dürfte ich von nichts gecharged werden. Jetzt haben es alle movement-technisch hingekriegt. Wo ist das Ding? Oh, hier ist es neben uns. Ich habe meine Wall gezogen. Safety first, ne? Jetzt machen wir meine Desorientieren noch rein. Ich habe jetzt nichts mehr. Ich habe jetzt keine Wall. Und ich habe. Fuck, hier kommt der Strahl. Ich hab extra. Oh, der Heiler ist voll in den Strahl rein. Weißt du, dann, wenn ich selber den harten Hit krieg und eigentlich meine Wut wieder brauche, um Active Mitigation zu stacken, stirbt der Heiler. Ich muss da wieder 30 Wut raushauen für den Heiler. Wunderbar, aber das war in time. Passt. Habt ihr gesehen, meine Route war ziemlich perfekt, außer das eine, da hätten wir skippen müssen, ne? Ich krieg halt. Was ist denn das? Warum krieg ich denn nie Loot? Die Schuhe. Aber die brauche ich nicht, oder? Was habe ich zu 26 Schuhe? Gut, haben wir wieder einen 15er In-Time. Schau, hat sich gelohnt, hier rein zu queuen. Jo, danke. Hier sagt sogar einer Great Tanking, really? Ausrufezeichen. Ach, kriege ich mal ein Lob. Aber das ist die Route von dem einen Priester, der mir letztens die gezeigt hat. Und die war echt nicht schlecht. Wunderbar, das freut mich hier.